Grundeinkommen führt natürlich dazu, ja, dass der Einzelne, der ein Grundeinkommen hat, wartet, bis er die Arbeit findet, die ihm entspricht. Also, viele Arbeitsplätze, die heute Arbeitsplätze genannt werden, aber eigentlich nur Einkommensplätze sind, also wahnsinniger Einfluss auf die Volksgesundheit hat, stellt man vor, sie arbeiten 20, 30 Jahre etwas, was sie eigentlich gar nicht arbeiten wollen. Die Abhängigkeit von ihrem Einkommen verpflichtet sie, etwas zu tun, was für sie nicht sinnstiftend ist, was ihren Fähigkeiten entspricht, wo sie die Ziele gar nicht als sinnvoll erkennen, ne? Wo sie etwas produzieren, mit dem sie sich gar nicht identifizieren können. Ne? Also dieses Riesendilemma für unsere Gesellschaft, das würde sich ändern. Dadurch würden wir viel effizienter arbeiten. Und die Menschen hätten die Möglichkeit, durch das Grundeinkommen hätten sie diesen Freiraum, um da zu entscheiden, was sie machen. Sie hätten auch ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Vorgesetzten zum Beispiel. Wenn sie wissen, der Teil meines Einkommens ist aber gesichert. Weil den bekomme ich von der Gemeinschaft. Und wir würden natürlich damit die Arbeit subventionieren. Ist ja klar, ne? Also wir würden plötzlich Arbeit nicht mehr diskriminieren und verteuern. Also wir tun ja heute mit unserem Steuersystem in einer Art und Weise die Arbeit diskriminieren, dass wir uns glauben, die Arbeit nicht mehr leisten zu können. Das ist nur eine Sache unseres Steuersystems. Nur eine Frage unseres Steuersystems. Und das führt dann dazu, dass man in den 50er Jahren die Kohleförderung subventioniert hatten, alles auf Halde. Dann haben wir die Stahlindustrie subventioniert, dann haben wir die Werften subventioniert. Und der Treppenwitz ist, jetzt tun wir die Automobilindustrie subventionieren. Sonst, wer soll denn diese ganzen Opel-Kisten fahren, die keiner fahren will? Das kommt doch nur aus diesem Denkirrtum, der Arbeitsplatz schafft das Einkommen. Und damit haben sie Einkommensplätze. Und dass die vielen Bergleute damals noch zu 100.000 in die Gruben runtergefahren sind, das lag doch nicht daran, dass es so eine wunderschöne, sinnerfüllte Arbeit ist, in 3.600 Meter Tiefe bei 38 Grad Celsius in lebensfeindlichen Bedingungen, oder? Und trotzdem haben die Menschen dafür demonstriert, dass die Zechen Arbeitsplätze erhalten werden. Aber haben sie doch in Wirklichkeit demonstriert für ihr Einkommen, oder? Also das muss man sich einfach mal so klar machen. Jede Initiative, die in die Richtung geht, dieses Entkoppeln von Arbeit und Einkommen, ne, bringt uns da voran. Das ist das Paradigma, was es zu sprengen gilt. Ne? Wie sagte mal Albert Einstein, in was für einer Welt leben wir, wo es leichter ist, ein Atom zu spalten als ein Vorurteil? Ne? Das ist doch toll, ne? Genau das ist der Punkt, ne? Also unsere Paradigmen sind ja nichts anderes wie gesellschaftlich anerkannte Vorurteile, ne? Die müssen wir aufbrechen und mal ändert euren Sinn, heißt es in der Bibel, ne? Also, wenn wir das tun, dann können wir das auch verändern. Und da hätte ich noch darauf hingewiesen, das ist die Frau Wies, das ist eine Tagesmutter aus Greifswald. Greifswald ist ja nicht her, dann lebt sie. Kommt aus Bayern eigentlich, ne? Also wohnt in Greifswald. Und die hat aus einer, ja, ich würde mal sagen, ich habe sie jetzt auch persönlich kennengelernt, vor 14 Tagen in Hannover, aus einer Spontanität heraus, ne? Also wie Frauen eben sind, ne? Aus einer Offenheit heraus. Hat die gesagt, was, da gibt es Grundeinkommen und so weiter und jetzt kann man auch Petitionen machen, da machen wir gleich mal eine Petition. Ne? Völlig ohne Umfeld, völlig ohne Hausmacht, egal wie sie das nennen wollen, hat die einfach eine Petition ins Netz gesetzt und siehe da, wurden es immer mehr, gestern haben über 2000 Menschen zugestimmt. Jetzt sind wir über 20 inzwischen. Ne? Es geht nur jetzt um diesen Wind. Ne? Also das wäre dann so ein Windhauch, wo die für Windrichtungsänderungen sehr sensiblen Politiker dann doch der eine oder andere sagt, da muss ich mal mit beschäftigen. Also jeder Politiker hat von mir jeder Bundestagsabgeordnete, kommen wir noch zurück, jeder Bundestagsabgeordnete hat das Buch von mir geschenkt bekommen. Aber offensichtlich gelesen. Ne? Aber vielleicht erinnert er sich dann und sagt, Donnerwetter, muss ich doch mal unten links das jetzt rausholen und mal lesen. Und wenn Sie es selbst lesen, werden Sie merken, es ist relativ leicht zu lesen. Ne? Ja. Wenn natürlich der Herr Müntefering öffentlich sagt, Grundeinkommen, da bin ich nicht mal bereit, drüber nachzudenken. Damals war er Arbeitsminister, da würde ich das klassifizieren als Arbeitsverweigerung. Ne?
Ausnahmefall, ne? Aber er hat ja sonst auch gute Seiten, der Herr Müntefering, ne? Erinnern Sie doch an den Christoph Kolumbus, ne? Der ist ja weit weg, deswegen kann man ganz unbesonnen, ganz befreit darüber nachdenken. Warum ist denn der Christoph Kolumbus, nachdem sie alle immer nach links gesegelt sind, plötzlich nach rechts gesegelt? Weil er denken konnte, dass die Welt rund ist. Das müssen Sie erstmal denken können. Wenn der das hätte, der denken können, da hätten keine 10 Pferde den dazu gebracht, rechts rumzufahren, um nach Indien zu kommen. Und das ist genauso. Wenn wir das nicht denken, was wir nicht denken können, können wir nicht tun. Es ist ein Denkproblem, glauben Sie mir. Und das ist eine Sache, die aus der Gesellschaft kommt. Das können Sie von keinem Politiker verlangen. Stellen Sie mal vor, wenn die Angela Merkel sich sozusagen gegen den Mainstream verhalten hätte, dann können Sie die Bundestagswahl an irgendwo hinnageln. Ne? Bitte unterschätzen Sie nicht Ihre Wirkung, die Sie haben, Ihre keimhafte Wirkung oder Ihre katalysatorische Wirkung, die Sie haben, dadurch, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigen. Und wissen Sie, wenn etwas von genügend Menschen gedacht ist, dann wird es plötzlich für alle anderen evident. Das ist der Punkt. Ne? Ich habe schon so oft mit Politikern gesprochen, früher schon, also die ganze Frage der Besteuerung und so weiter geht. Und dann hat er gesagt, ja, Herr Werner, das ist ganz logisch. Aber der Wähler denkt anders. Der Wähler versteht es nicht. Und es ist sozusagen an uns, deutlich zu machen, die Signale auszusenden, dass aus der, sag immer die Politiker, die sind eigentlich nicht innovativ, das können die sich gar nicht leisten. Politiker kann nur so innovativ sein, wie sie sind. Auch wir mit unserem Leben Drogeriemarkt. Wir können nur so die Verhältnisse dort verändern, also innovativ sein, wie das unsere Kolleginnen und Kollegen im Laden und sie als Kunde verstehen. Ne? Denn mal vor, wir machen da was ganz Tolles Neues, da kommt sie als Kunde rein und sagt, was ist das für ein Quatsch, ne? War vorher viel schöner, ne? Kennen Sie doch das Gefühl, ne? Stimmt's? Geht einem doch oft so, ne? Ein Jahr später sagt man dann, oh, wie kommt das Alter her, ne? Also, dieses sozusagen ganz an der Entwicklung sein, wie sich das Bewusstsein verändert, das ist die Fähigkeit der Politiker. Nicht das Neue, sondern das Erspüren, was sich bei ihnen geändert hat. Also, ich sage oft wie Segler, ne? Segler? Das ist der beste Segler, der spürt so, jetzt dreht sich der Wind. Aber der Wind, meine Damen und Herren, der muss aus der Gesellschaft kommen. Und das geht nur in dem Maße, wie es genügend Menschen gibt in unserer Gesellschaft, wir müssen nicht alle sein, um Gottes Willen, aber wie es genügend Menschen in der Gesellschaft gibt, die das Neue, für die das Neue vorstellbar wird, die das Neue denken können. Also die sozusagen diese Frage, wie soll unsere Sozialität gestaltet werden, zu ihrer persönlichen ergebnisoffenen Forschungsfrage machen. Also um Gottes Willen nicht sagen, da hat einer etwas erzählt, mit süddeutschem Akzent, ne? Sondern da habe ich was gehört, da will ich jetzt mal drüber nachdenken. Ne? Also die von Ihnen heute hier rausgehen und sagen, also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Kann ich mir noch nicht vorstellen, aber der Sache will ich nachgehen. Also die sich sozusagen, wie mal ein Philosoph gesagt hat, dem Neuen mit ihrer Seele sich erleben gegenüberstellen. Und mal so mit dem, mal versuchshalber mit dem Augen in die Gesellschaft gucken. Ist das denn richtig? Ne? Natürlich das Buch dann holen, das nacharbeiten, aber glauben Sie nicht, es geht in die Stiftung, was da rauskommt. Nur es kommt nicht viel raus. Also, sich das wirklich zu einer persönlichen Forschungsfrage machen. Das ist eigentlich das, was die Gesellschaft verändert. Und dann hören das die Politiker, weil das können sie, ne? Gucken, was der Wind, der da kommt.